Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Dirty Minutes Left Challenge. Lieber Anne, liebe Zuschauer, mal ein bisschen so, da hat man ein bisschen mein Fahrrad gesehen und was hängt. Ich bin heute Bioshock, nachdem du letzte Woche Metal Slug gespielt hast. Das SNK-Spiel auf der Wii. Ups, jetzt geht es hier schon los. Du bist sehr oft gestorben, das hatte ich mir schon fast gedacht, dass das bei dem Spiel passiert. Konntest ja aber sehr viel kontinuieren oder so, wie du es genannt hast. Zu zweit macht das Spiel noch ein bisschen mehr Spaß als alleine. Und es ist ein bisschen brutal, hast du recht. Aber dadurch, dass es ja so eine Cartoon-Grafik ist, fand ich das so ganz okay. Also die Grafik-Brutalität. Ich habe das erste Mal gespielt im Urlaub in Spanien, glaube ich, in so einem Arcade-Automaten vor langer, langer, langer Zeit. Da wusste ich noch nicht, dass das Metal Slug ist und dass das bekannt ist. Ursprünglich kam es von Neo Geo raus, daher auch auf dem Arcade. Naja, wie gesagt, vielen Dank, dass du das gespielt hast und ich spiele jetzt, wie gesagt, Bioshock. Ich habe den dritten Teil gespielt. Bioshock Infinite, wo man so in so einer Wolkenstadt ist. Und Bioshock, habe ich gehört, spielt unter Wasser. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Das Intro läuft hier schon. Ich stelle mal das Mikrofon an das hier. Ich brauche nochmal einen zweiten Videoarm, Mikrofonarm fürs Sofa. Mal sehen, ob das klappt. Hier starten oder lasse ich das? Also das ist wieder so ein Spiel, wo man das. Ich will das Ganze auf der 360. They told me, son, you're special. You were born to do great things. You know what? They were right. Mama.
Bei Bioshock Infinite auch so, dass man dann okay, ich bin auch wirklich mit einem Schock wieder. Ja, ganz ehrlich, wenn das jetzt real wäre, dann würde ich das nicht machen. Wieso um alles in der Welt sollte man so ein Slimmer-Server? Sollte man in so ein Dings gehen? So ein Loch. Fliegen. I am Andrew Ryan, and I'm here to ask you a question. Is a man not entitled to the sweat of his brow? No, says the man in Washington, it belongs to the poor. No, says the man in the Vatican, it belongs to God. No, says the man in Moscow, it belongs to everyone. I rejected those answers. Instead, I chose something different. I chose the impossible. I chose rapture. The artist would not fear the censor, where the scientist would not be bound by petty morality, where the great would not be constrained by the small. And with the sweat of your brow, rapture can become your city as well. My God!
breath and step out of the bathysphere. I won't leave you twisting in the wind. We're gonna need to draw her out of hiding, but you're gonna have to trust me. Eine nette Idee, wie sie das Quicksave just a bit further. How do you like that, mister? Now, would you kindly find a crowbar or something? Bloody splicer, seal Johnny in before they... Goddamn splicers. You're the cop. You're the kind of him. You're the cop. You're the little beauty. I didn't mean to hurt anyone! Da war was, das habe ich jetzt kaputt gehauen. Na toll. Ganz große Kette. Na gut. Wieso wollte ich das machen? Steady now! Your genetic code is being rewritten. Just hold on and everything will be fine. This little fish looks like he just had his cherry popped. Wonder if he's still got some atom on him. Eva, let's bug. Weak! You're a weak chopper. And this little fish, I'm worth telling it. We're not big daddy. Yellow, always have been. You'll be no better off with a metal daddy, little fish. See you floating. Thank you.
Ja, ich bin in einem Unterwasserstaat. Ich habe keine Ahnung, was ich brauche. Tell Ryan I'm sorry. No, I won't do it again. No, please, please, don't do that. The whole thing. I found. Hold to attention.
I've got a family. I need to get them out of here. But the Splicers have cut me off from them. If you can reach them in Neptune's bounty, then maybe, just maybe. I know you must feel like the unluckiest man in the world right now, but you're the only hope I'll ever see my wife and child again. Go to Neptune's bounty. Find my family, please. None. Why aren't you here? Baby and me! Baby and me! Was mit dir reden? Plasmids changed everything. They destroyed our bodies, our minds. We couldn't handle it. Best friends butchering one another. Babies strangled in cribs. The whole city went to hell. You open up! I'm just wanting some company! You think that's a child down there? Don't be fooled. She's a little sister now. Somebody went and turned a sweet baby girl into a monster. Whatever you thought about right and wrong on the surface, well, that don't count for much down in Rapture. Those little sisters, they carry Adam. The genetic material that keeps the wheels of Rapture turning. Everybody wants it. Everybody needs it.
That's the big daddy. She gathers Adam. He keeps her safe. Ja. Ich sag gerade, immer nur den Pfeil folgen, ne? Ist ja eigentlich nett. If you spot a splicer in the water, hit him with the electrobolt. Security alert in progress. Yeah. Okay. You killed my dog!
Ja. Nee, jetzt genau wie wir letzte Woche. Ich sterb die ganze Zeit und hab die ganze Zeit nichts zu tun. Here's the news. Rapture isn't some sunken ship for you to plunder. And Andrew Ryan isn't a giddy socialite who could be slapped around by government muscle. And with that, farewell. Or das Madame, yeah? The journey. Oh, noch mehr. Okay, ich glaube, wir beenden das Ganze jetzt an dieser Stelle. Ich glaube, um da reinzukommen in dieses Spiel und das ein bisschen mehr zu verstehen, braucht man doch länger als unsere typischen 30 Minuten, die wir ungefähr mal so pro Spiel ansetzen. Es ist halt ähnlich verwirrend wie das Bioshock Infinite heißt es, glaube ich, in dieser Wolkenstadt. Das war am Anfang halt genauso, dass man halt auch nicht genau wusste, worum das da geht. Jedenfalls kam mir das so vor. Ich glaube, Bioshock würde sich als Film gut machen. Da müsste man nicht so viel überlegen. Vielleicht spiele ich das dann noch ein bisschen weiter, nachdem ich die Aufnahme hier beendet habe. Du, lieber Arne, kriegst mal ein bisschen was Klassisches wieder zu spielen. Also halbklassisch. Der Charakter ist jedenfalls sehr klassisch. Und zwar Sonic Colors habe ich dir mal mitgegeben. Auch für die Wii. Und wünsche dir viel Spaß dabei, das zu spielen. Ciao. Ach, eins fällt mir noch ein. Du hast mich gebeten, mal mein Setup zu dokumentieren, wie ich das mache, wenn zum Beispiel bei Mega Drive die Grafik ja doch relativ gut aussieht dafür, dass es Mega Drive ist. Ich mache demnächst mal ein separates Extra-Video, wo ich das darstelle. Das war jetzt heute oder ist heute mit der Xbox 360 nicht so, wie das Setup beim Mega Drive war, weil Xbox 360 ja sowieso schon HDMI hat. Aber wenn ich das nächste Mal hier eine Konsole aufgebaut habe, die kein HDMI hat, dann zeige ich mal, wie ich das mache. Okay, das war es jetzt aber auch wirklich und dann bis zum nächsten Mal.